Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast zusammen mit dem Max, der jetzt auch den Chefsessel übernommen hat. Hallo. Und letztes Mal haben wir uns ja grandios von den beiden Pimmelmännern abschlachten lassen. Ich hoffe, er macht es besser als ich. Ich doch nicht. So, Konzentration, Max. Jetzt kommen sie beide gleich angepimmelt. Im Wasser. Jetzt könnte, hier könntest du so ein Badamts einfügen. Ja, könnte ich. Mache ich aber nicht. So, warte. Da kommt der Erste. Ui. Auch man kann gar nicht sehen. Mann, das Ass. Aber wenn ich du wäre, würde ich mal ab. Weißt du, wir haben bald nicht mehr so ultra viel Battery. Ja. Aber der Zweite ist, glaube ich, auch gerade vorbei. Guck mal. Ja, ja. Und jetzt könntest du probieren halt, weißt du. So, ich lasse ihn da jetzt immer noch kurz entlang chillen und dann renne ich einfach mal in diese Richtung. Ah. Ja, oh, Jumpscare. Mein Herz. Ich glaube, ich habe nicht lange genug unter diesem Bett rumgechillt. Ich glaube, du hast einfach zu lange unter diesem Bett rumgechillt. Könnte auch sein. Aber chillen kann man nie genug. Versteck dich mal da links, ob der dich da findet. Wahrscheinlich. Geh lieber weg. Pass auf, jetzt kommt er gleich wirklich hier rein. Das wäre so geil. Oder ob die KI dafür zu dumm ist. Drück F. Ich hab Angst. 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 Die sind schon längst vorbei. Renn einfach. Alles safe. Das sagst du so einfach. Ja, das sag ich so einfach. Jetzt sind wir safe. Warte, links ist doch noch dieser Vater, ne? An diesem Fenster da. Nee, nee. So, ich muss ja erstmal. Oh Gott, ich will jetzt so schnell wie möglich hier weg. Ist es nicht die Stelle, wo unsere Kamera irgendwann kaputt geht? Hallo, spoiler doch nicht. Wir wissen doch gar nicht, ob die Kamera kaputt geht. Natürlich wissen wir das nicht. Ja, das passiert jetzt. Au! Bin jetzt ich dumm, oder was? Nicht im Ernst. Boah, echt, ey, du machst mir echt Konkurrenz als Master of Jump'n'Run, ey. Und jetzt sag nicht, dass diese beiden netten Kollegen hier irgendwie angesprungen kommen. Nein. Ich würde mich dann nämlich leicht bedroht fühlen. Minder bemittelt vorkommen. Ja, zur Sicherheit erstmal die Tür zuknallen, ne? Ich find's ja schön, weißt du, wie er sich beim Verstecken. Was? Zum. Okay. Boah, Max, ey, ernsthaft. Deine motorischen Ingame-Fähigkeiten lassen zu wünschen übrig. Dafür Sechs kann ich nichts. Das ist, nee. Das ist Dummheit. Nee, legen heißt das. Nee, legen? Legen heißt das. Nicht setzen. Anlauf? Boah, sprinte doch mal. Ich habe wirklich. Dazu muss man nicht sprinten, dazu muss man Skills haben wie der Cutting Pro. Cutting Pro Max. Ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen, ja, dass sich unser Publikum gefälligst schämen soll, weißt du? Erst haltet ihr als Max den Video raus, halt ihn für mich, dann für einen Alex und zum Schluss für einen Dunkel. Aber keiner kommt auf die Idee, mal zu schreiben, dass es der Max ist, Leute. Ja, ich bin da mehr so dieser Untergrund. Jetzt sprint an, sprint an. Oh, es war nichts anderes zu erwarten. Nein. Zum Glück ist mir noch nie sowas mit meiner Kamera passiert. Ich wäre sehr, sehr unglücklich darüber. So, ui, es speichert. So, durchs Dunkel kannst du sowieso nicht weiter, das kannst du komplett vergessen. Also müssen wir jetzt. Wir müssen durchs Dunkel weiter. Haha. Nun denn. Ja, müssen wir da runter? Ja. Wohl oder höchstwahrscheinlich übel. Wohl oder höchstwahrscheinlich übel. Meine deutsche Reise jetzt wahrscheinlich eine Kreativ 1 reingedrückt. Warum? Für so einen kreativen Satzbau. Unsere ist Kunstlehrerin. Unsere ist deutsche basteln. Musiklehrerin. Oh, geil. Ey, so. Warte, liegt da rechts nicht was? Ja. Take it. Betrug. Da müssen wir nämlich immer so schöne Sachen, wie man in der Grundschule gemacht hat, basteln. Das ist aber auch lustig. Deutsch ist das einzige Fach, was wir haben, wo wir wirklich noch Sachen basteln müssen. Oh, das müsst ihr auch, ne? Dann fühle ich mich zum Glück nicht mehr so alleine damit.
Na, wir mussten jetzt einen Romeo und Julia Schuhkarton machen. Ui. In welcher Klasse bist du jetzt? 9. Ach, schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich sag mal so, in der 7. kann man das ja gerade mal noch so verkraften, aber in der 9. ehrlich? Ja, Alter, unsere Deutschlehrerin ist sowieso völlig bekloppt und behindert. Das kann ich jetzt mal gut endlich als mein Rage-Party, über die ich schon lange mal ragen wollte. Pass auf, wir haben ja Romeo und Julia aufgeführt. Und Fakt war jedenfalls, ich war da Romeo. Schön ruhig bleiben. Das übrigens, ja, das kommt von South Park. Timmer! Oder wie der auch sich immer aussprechen will. Boah, Gott! Ich hätte jetzt fast das Cola-Glas. Ich würde vielleicht das Cola-Glas mal wegstellen. Alter, ich hätte jetzt fast das Cola-Glas verschüttet. Es wäre nämlich schön, wenn die Cola nicht gerade in meinen Rechner gelangt. Ach, schlimmstenfalls, meine Hose ist immer für dich da. Oh, danke. Alter! Ey, da habe ich mir aber gerade fast einen kleinen Angstschuss in die Hose reingedrückt, ey. Oh, Gott. Hi. Was hast du, Germany's Next Topmodel 2016? Hi, mein Name ist Detlef. So. Okay, erzähl weiter. Boah, ich war gerade am Rage hier, meine Lehrerin, ne? Ja. Also pass auf, na, meine Lehrerin ist ja immer ziemlich bekloppt, ne? Pass auf, wir haben jetzt die 3. und die 2. Klassenarbeit zum Thema Interpretation geschrieben. Rat mal, wie oft wir das Interpretieren geübt haben. Nie? Einmal. Und da durften wir eine unerklärte Interpretation schreiben, muss ich dazu sagen, ja? Oh, bei jetzt sprinte los. So, Capcorder. Da, ich glaube, da ist was nicht ganz in Ordnung gegangen. Was? Was haben Sie gesagt? Keine Ahnung, ich will es ehrlich gesagt gar nicht ganz so genau wissen. Boah. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt ja Gerüchte, nur Gerüchte für Outlast 2. Nein, das ist doch schon offiziell angekündigt. Echt? Glaube ich, ja. Zumindest da hoch. Zumindest stand da was im Internet drüber, zumindest auf der Entwicklerseite oder so. Ich glaube, ich habe irgendwo mal was gelesen. Also wenn es rauskommt... Ich kann mich nicht genau dran erinnern. Wenn es rauskommt, Leute, freut euch drauf, es wird auf jeden Fall jetzt played. Denkt dran, da lag noch eine Batterie, die du da mitnehmen kannst. Wo? Oh. Nee, nicht jetzt hier und so. Die war, glaube ich, verdächtig. Die war da hinten. Genau. Ja, ja. Hast du die Zeit schon am mitstoppen? Ja, ich bin intelligent. Ich sag mal, wir haben schon 5 Minuten verprasst. Sehr gut. Handy-Akku sparen. Ja, kann man auch machen. Ja, muss man aber nicht. So, da liegt sie. Nachladen, denk dran. Ja, ja, ne? So, könnte ich mal reloaden. Danke. Trink zwischendrin noch was. Dieser Cola fehlt einfach bloß noch eine Prise Koks. Max hat damit auf eine Anekdote angespielt, die er mir vorhin erzählt hat, aber ihm zuliebe erzählen wir die jetzt mal besser nicht. Es könnte ein falsches Licht auf ihn werfen. Wobei meine Meinung ehrlich gesagt schon so negativ von ihm ist. Diese Anekdote, die heben wir uns mal für einen ruhigen Minecraft halt. Warte, zurück. Du kannst da gleich hochspringen. Ehrlich? Jo. Kannst du. Okay. Stimmt. Trust me. LOL. Ja, der sich da gerade wieder gerade an der Seite gerutscht ist, ey, das sah gerade lustig. Ja, diese Anekdote, die müssen wir uns mal aufheben. Für einen besonderen Moment. Nee, für ein Let's Play Minecraft Hide and Seek. Weil ich glaube, für Outlast ist es nicht das Richtige. Bei Minecraft ist eh nicht so viel los, da kann man das machen. Ja gut, in Outlast kann man es halt machen. Follow the Blood, das haben wir, glaube ich, vorhin gesehen, oder? Ja, ja, ne? Da müssen wir uns mal zu einer Runde Minecraft Hide and Seek treffen. Da müssen wir uns mal verabreden. Ja, zu einer Runde Minecraft Hide and Seek. Einen schönen Abend. Oh Gott. Am besten noch. Ich hatte schon wieder das Cola-Glas in der Hand, ey. Ich süffel das jetzt ganz schnell aus, ey, sonst gibt's hier noch ein Unglück. Oh, ja. Unglück gibt's immer. Ich gehe ja noch am Stock. Auch Wunder gibt es immer wieder. Du musst. Als Wunderpunkt. Aua. Wie habe ich das hingekriegt? Mann, ich bin so zu. Sollst dich dahin? Oh, hi. Hallo. Genutzt, jetzt hat er dich eingeschlossen. Oh nein. Boss, Alter, zum Glück machst du die Stelle, ey. Da hätte ich keine Kräfte für. Was passiert jetzt genau nochmal? Tom kommt. Oh. Unser zweites Date mit Tom. Alter, wir hatten schon so viele Dates mit Tom, dass wir inzwischen eigentlich den Antrag gestehen müssen. Nee, wir müssten den Mark Sebastian als Schiedsrichter beim Gangbang holen. Wo machst du hin?
weißt, wie willst du das denn machen? Also gut, der macht dich zwar sowieso One-Hit, aber... Da kommt er direkt angejoggt. Ich dachte, der rennt mir hinterher, da wo ich... Boah, Alter, das ist heftig. Hilfe, ich habe meinen Kopf verlegt. Wo ist der Blut? Also wenn du wärst, ich würde draußen auf dem Gang stehen bleiben. Ja, muss ich auch. Ich bin gerade vor, Alter, stell dir mal vor, das im Wahnsinnsmodus, wenn du einmal stirbst, musst du direkt von vorne anfangen, ey. Sowas für die ganz arg Hobbylosen. Oh, was zocken wir auf Albtraum? Er kommt. Warte, noch nicht. Jetzt. Ich glaube, du musstest ins Vorletzte. Jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, zu spät. Ja, das ist zu spät. Oh oh. Tobi Leitchen. Probier mal, ob du dich in Getränkeautomaten verstecken kannst. Warte, du kannst ihn. Warte, versteck dich da hinter dem Stuhl. Du sollst dich verstecken! Geh einfach direkt da rein. Das war knapp. Ui, da hat er dich aber fast weggeholt, der Fette, ey. Ja, aber ich bin halt das Skiller und kann das. Und der Cutting Pro. Hm, oh, Alter, ich muss echt sagen, ey, das ist beim Zuschauen nicht mal halb so schlimm, wenn man, als wenn man es spielen würde. Übrigens, mein Mathelehrer, der followt mir auf Instagram. Und ich werde jetzt in der Schule auch von ihm liebevoll Cutting Pro genannt. Guckt er unsere YouTube-Videos? Ich hoffe mal nicht, das würde ein falsches Licht auf mich werfen. Vor allem nach den Dingen, die wir hier erzählen, ne? Ja. Vor allem ist die Library jetzt nicht vollkommen anders? Nee, ich weiß jetzt gar nicht, ob das dies... Nein, da will ich nicht. Nee, die Musik ist mir zu schlimm hier. Nö. Nee, ach, nee, da Tom, sind wir. Heute nicht. Obwohl, wo soll ich lang? Was habe ich denn eigentlich für ein Ziel? Du hast das Ziel, Vater. Guck da. Da. Noch. Da musstest du lange. Nee. Warte mal. Geh erstmal raus aus dem Kameramode. Wo ist Theater? Das Ziel. Doch, du warst da schon richtig, wo du vorhin warst. Rechts? Ja. Rechts. Ach, das ist da vorne die Stelle, wo. Rechts rum. Das ist da vorne die Stelle. Rechts rum. Oh. Tom war hier. Hat die Tür nicht aufgekriegt? Das glaube ich nicht. Tom rennt. Ach, Tom. Tom ist manchmal ein wenig zu doof, Türen aufzukriegen. Du gehst, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Ja, aber da hinten ging es ja nicht weiter, also müssen wir bestimmt irgendwo... Das war die Glastür, von wo kommt kam. Ach, was macht mein Computer heute? Ich finde das nicht schön, dass da kein Wiesing macht, aber egal. Gott, lass mich mal kurz über... Doch, hier bist du richtig. Mach mal an, Cam. Hier ging es runter. Ach stimmt, da war dann irgendwo mal dieser Piano-Player, ne? Ja. Aber er spielt very great. Ich kann mich noch erinnern, an dieser Stelle, ein kleines bisschen später, an dieser Stelle hast du mir erklärt, wofür GP steht. Für großes Penis und 30-50 meine Länge in Zentimetern. Ja. Genau. Ja. Ach ja, damals unsere ersten Aufnahmen, historisch. Ganz ehrlich, wir sollten mal anfangen, uns wirklich so generell einen Aufnahmetag einzurichten, wo wir uns vielleicht öfters mal treffen. Also vielleicht immer so, was weiß ich, immer am Samstag oder immer am Sonntag sowas. Oder jeden zweiten Samstag. Ja, da lässt sich was machen. Weil ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich schon einmal hier sitze und auch hier gerade mit Gänsehaut da sitze, was daran liegt, dass ich gerade mit Unterhosen da sitze, weil ich da mal nicht angetan, da guckt er erstmal. Der muss ich jetzt erstmal nachgucken, weil ich mein... Warte, da rechts, da spielt er doch. Nee, der hat aufgehört. Jetzt, ja. Guck mal, er schüttelt mit dem Kopf. Ich hab meinen Mund verloren, weißt du, wo er hin ist? Du hast ihn aufgegessen. Romeo! Das wollte ich schon immer mal im Display machen. Und Julia. Ja. Ach ja, Romeo und Julia, was ein schönes Stück auf.
Auf, pass auf, du musst es geben. Das wollte ich jetzt noch vorhin erzählen, habe mich aber zu leicht abschweifen lassen. Ach, guck mal, jetzt wird gleich der Film gestartet. Dann erzähl, das interessiert sowieso keinen. 5, 4, 3, 2, 1. Boah. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Was zeigen die denn hier? Ist das ein Atomkrieg oder? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist jetzt Nordkorea. Warte mal. Du musstest der, jetzt irgendwie... Der Wicht mit der Gicht, so, weißt du? Hä, der Wicht mit der Gicht? Ja, der Kim Jong-un. Ach ja, der Kim Jong-un, hast du seinen neuesten Streich mitgekriegt? Nee, ich habe nicht so viel Zapfenstreiche. So viel Zapfen habe ich gar nicht, wie die Streiche gibt. Nee, pass auf. Da will ich jetzt nicht reingucken. Na dann, erzähl mal schön. Ja, pass auf, das ist zwar schon etwas älter, aber irgendwie ist einer seiner führenden Generäle, wer das jetzt besser weiß und das Video auch sieht, mal bitte berichtigen. Aber der hat irgendwie so einen Kameraden halt gehabt bei ihm. Der hat ihm irgendwie öffentlich widersprochen und ist während seiner Rede noch eingeschlafen. Daraufhin wurde der von Kim Jong-un zum Tode... Nein, du warst schon richtig. Zurück, Treppe hoch. Daraufhin wurde der von Kim Jong-un zum Tode verurteilt. Jeder andere hätte jetzt vielleicht still gemacht und so einsam oder so. Was er gemacht hat, hat ihn öffentlich mit einem Flakgeschütz hingerichtet. Aua. Ja doch, da habe ich schon irgendwas von gehört. Das ist ein sehr netter Mensch, dieser Kim Jong-un. Ich weiß, der Typ... Nee, das ist ohne Worte. Boah, zum Glück, das wusste ich noch. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie... Finde dieses... Du warst... Nee, warte, du warst hier, glaube ich, sogar richtig rechts irgendwie. Geht's hier rechts irgendwo weiter? Oder Batterie? Du kannst nachladen. Nee, ich eine halbe Batterie. Das verschenke ich jetzt nicht. Das können wir nachher gleich noch holen. Gut gespart ist halb gewonnen, ne? Ja, da rennt er weg. Der joggt jetzt eine Runde. Zum Kühlschrank, wie Tom. Weißt du, wahrscheinlich ist Tom nur so angepisst, weil der gerade eine Diät macht. Das wäre jetzt meine Theorie. So eine Brot- und Wasser-Diät, damit der endlich mal abnimmt. Zehn Minuten nimmst du noch auf. Ah, eigentlich müsste ich jetzt langsam, oder? Ja, ich gehe da bloß noch, ich jump da bloß noch rüber und dann kann ich dir mal das Ruder überlassen, auch genannt Tastatur. Oh Gott, das wird ja wieder schön werden, ey. Hey, wir haben einen Schlüssel. So, und ich würde sagen, damit war's das an dieser wundervollen Stelle. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Cola. Der Olli kann die weitere Abmoderation machen. Ja, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, Leute, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dafür, okay, fertig, ne? Also auf jeden Fall lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und wer uns weiter leiden sehen will, bis zum nächsten Mal. Danke. Haut rein. Tschüss.